Das Wort hat der Kollege Wolfgang Gierke für die Fraktion Die Linke. Frau Präsidentin, verehrte Kolleginnen und Kollegen, ich bin froh darüber, dass es in diesem Hause möglich geworden ist, dass sich alle Fraktionen auf diese vereinbarte Debatte geeinigt haben. Ich finde es ein hoffnungsvolles Zeichen, dass man auch in diesen Fragen gemeinsam nachdenken, gemeinsame Verantwortung hat und gemeinsame Botschaften abgeben kann. Und ich würde mich freuen, wenn diese Botschaften, da bin ich mir sicher, auch in Russland, in Moskau, in der Duma, bei den Menschen in Russland aufgenommen werden. Das ist der Gestus, mit dem wir hier diskutieren und der uns über die Fraktionen hinweg verbindet. Die Dramatik dieses Verbrechens, des rassistischen Vernichtungskrieges, der Vernichtung von Millionen Menschen, des Leides, Dreck, Elend, Blut, Not, die im deutschen Namen ausgelöst worden sind, kann man heute nur sich in Erinnerung rufen mit dem Versprechen, sowas nie wieder und sowas darf nicht mehr eintreten. Und das war die Botschaft nach 1945 auch in Deutschland aus Buchenwald, aus den befreiten Konzentrationslagern, nie wieder Faschismus und nie wieder der Krieg. Und diese Botschaft verbindet und diese Botschaft steht und ich glaube, muss von uns immer wieder vorgetragen werden. Ich hab mir noch mal durchgelesen, noch mal gelesen mit einer großen inneren Bewegung. Ich möchte Ihnen noch ein paar Zeilen daraus zitieren. Ein Gedicht, was Jewgeni Jewtuschenko 1961, also vor 50 Jahren, geschrieben hat, was dann die nächste Etappe behandelte, die Etappe des Kalten Krieges. Und dieses Gedicht hat drei prägende Zeilen mit seiner Überschrift und was immer wiederholt wird. Meinst du, die Russen wollen Krieg? Dort, wo er liegt in seinem Grab, den russischen Soldaten frag, sein Sohn dir darauf Antwort gibt, meinst du, die Russen wollen Krieg? Ich glaube, dass die Frage sich viele gestellt haben, auch in unserem Lande, dass diese Frage aber Gott sei Dank beantwortet worden ist, in einer völligen Klarheit der Erkenntnisse, weder die Russen wollen Krieg, noch die Deutschen wollen Krieg, noch Europa will Krieg. Krieg muss aus der Geschichte der Völker verbannt werden. Ich finde, das ist ein gewaltiges Gedicht. Was mich sehr bewegt. Und ich möchte einfach diesen Gedanken aufnehmen und fortführen mit einer Überlegung, was für mich ein nächster Einschnitt in der Geschichte der Republik West gewesen ist. Ein sehr bedeutsamer Einschnitt. Die Rede, die der Altbundespräsident Richard von Weizsäcker am 8. Mai 1985 in der Gedenkstunde des Deutschen Bundestages gehalten hat. Das war ein großer Einschnitt, das war eine große Rede. Wenn man daran erinnert, wird die zusammengeführt in einem Grundgedanken. Ich zitiere von Weizsäcker. Der 8. Mai war ein Tag der Befreiung. Er hat uns alle befreit von dem menschenverachtenden System der nationalsozialistischen Gewaltherrschaft. Wir haben allen Grund, den 8. Mai 1945 als Ende eines Irrweges deutscher Geschichte zu erkennen, das den Keim der Hoffnung auf eine bessere Zukunft wagt. Diese Rede von Weizsäcker, der 8. Mai ist Tag der Befreiung und nicht das Tag der Niederlage, hat auch in Deutschland West, in Gesamtdeutschland, eine Wende eingeleitet des Denkens. Und ich glaube, es war eine sehr wichtige Rede und eine wichtige Feststellung, die auch quer über alle Fraktionen getragen werden kann. Und ich will Ihnen eine zweite Überlegung aus einem Buch, was mich sehr bewegt, und zwar von Arno Lustiger, jüdischer KZ-Überlebende der KZ Auschwitz und Buchenwald vortragen. Ein bewegendes Buch geschrieben über die Verbrechen Stalins gegenüber den Jüdinnen und Juden. Und er kommt dort zum Urteil, dass es unerlässlich ist, den Millionen sowjetischer Soldaten zu gedenken, die im Kampf gegen Hitler-Deutschland gefallen sind oder in Gefangenschaft ermordet wurde. Ohne ihr Opfer wäre die Welt verloren. Sie haben uns vor der Herrschaft des mörderischen Narzissmus gerettet. Das schreibt Arno Lustiger in seinem Buch. Und ich glaube, diesem Wunsch, dieser Botschaft eines unmittelbar Betroffenen, kann man sich hier als Parlament, als Deutscher Bundestag nur anschließen. Wir haben uns zu bedanken und wir haben das zu achten, was hier passiert und was geleistet worden ist. Und ich möchte sehr gern, dass wir gemeinsam darüber nachdenken, wie man in Europa ein gesichertes System des Friedens immer weiter ausbauen kann. Das geht nicht ohne Russland.
wie wir in Europa bessere auch persönliche Beziehungen schaffen. Ich würde mir wünschen, dass wir endlich die Frage der Visafreiheit gegenüber Russland klären und das gemeinsam klären hier im Parlament. Ich möchte mir wünschen, dass wir eine Art und Weise der wirtschaftlichen Beziehung, der sozialen Sicherheit entwickeln, wo man bereit ist, voneinander zu lernen. Und ich möchte mir wünschen, dass Kultur, Kunst, Literatur uns gemeinsam verbindet. Da können wir unendlich viel lernen. Wenn wir in diesem Sinne bei allem Streit hier im Parlament und allen Widersprüchen ein Stück weit auch Gemeinsamkeiten finden, ich wäre dankbar dafür. Der Kalte Krieg ist zu Ende und wir müssen unseren Beitrag leisten, dass er endgültig überwunden wird. Herzlichen Dank.